Episode 4. Ja, wir sind hier aus der Stadt raus, haben in der letzten Folge den Raider. Den Raider ist zugesetzt, haben zum ersten Mal Nuklearsturm erlebt. Ich muss schon sagen, huiuiui. Ziemlich geiler grafischer Effekt. Und jetzt geht es weiter. Starlight Drive-In. Ich würde sagen, hier schauen wir einmal kurz rein. Kochstation. Hier können wir was herstellen. Coole Sache. Irgendwas können wir auch herstellen. Und hier einmal Köterkeule. Und Leguan am Stiel. Na, lecker. Ja, ich will hier raus. Gut. Ich gehe mal kurz hier rein. Ich schaue mich ein bisschen um. Wow. Das sieht alles so unberührt aus hier. Machete nehmen wir mal mit. Wie als hätte hier vor kurzem noch jemand gelebt. Vor allem wegen den Milchflaschen. Ich finde vor allem gerade das Milchflaschen. Hier muss ein Baby gewesen sein. Wie als hätte jemand ein Baby gefunden und das hier versucht großzuziehen. Gehen wir mal kurz hier. Na geil. Okay. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Da haben wir überall Maulwurfratten. Direkt vor uns, du Drecksvieh. Ich will eigentlich nur da drüben hin. Ich hoffe mal, hier sind nicht so viele Maulwurfratten. Ich gehe mal außen rum. Nicht gerade über das Feld. Ist ein Autokino hier, wenn ich das richtig sehe. Und das Gebäude können wir mal... Headshot! Wow! Hui, hat der mich erschreckt. Und hier läuft ein Radio. Gehen wir mal hier rein. Wow! Ah, ist eine Falle? Vielleicht ist es an der Zeit, nochmal eben kurz was zu essen. Maulwurfs Rattenhappen. Zack. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen fitter. Irgendwas ist da draußen. Kümmer dich mal darum, bitte. Ich mache hier gerade mal eine Tür zu. Naja, brauchen wir nicht. Das Radio mache ich mal aus. Das irritiert mich gerade. Oh. Fuck. Fuck. Und nochmals, fuck. Gut, dass er, glaube ich, gerade kurz davor eine Autospeicherung gemacht hat. Puh. Das wäre beinahe schief gegangen. Kann ich die Falle... Sieht man die hier irgendwo? Ich gehe mal langsam... Du Drecksvieh! Ich habe keine Ahnung, wo das komische Teil war, diese Bombe. Ist jetzt auch egal. Ich gehe mal nach oben, weil hier... Jetzt haben wir Zigaretten. Hallo? Zigarettenstummel mitgenommen. Das wollte ich gar nicht. Aber egal. Gehen wir nach oben. Oh, was haben wir hier noch? Moment. Zigarettenstange. Aluminiumdose. Gut. Gehen wir nach oben. Oh, wir sind überladen. Verdammt. Schauen wir gerade mal im Inventar. Moment. Ob wir irgendwas essen können vielleicht. Was ein bisschen mehr wiegt. Hier ein Kilo gegrillter Radhirsch. Komm, zack. Und dann gehen wir gleich einfach mal weiter. Was haben wir hier noch? Sturmfeuerzeug. Das können wir alles mal liegen lassen. Hier oben scheint es nicht viel zu geben. Hier ist aber auch eine geile... Base, wenn ich das mal so sagen darf. Oh. Eine 10 Millimeter. Also hier hat man echt einen richtig geilen Ausblick und zur Verteidigung natürlich Hammer. So, jetzt gehen wir nochmal eben ganz kurz hier rein. Werd mal eben kurz. Ja, komm, schmeißen wir die Lederkombi einfach raus. Dann haben wir 5 Kilo. Passt.
noch nicht, verdammt. Ich dachte, das wäre schon. Karo-Hemd und Hose, Gewicht 1 Kilo. Wir brauchen was mit 3. Schauen wir bei den Waffen mal eben kurz. Das ist die Fatman. Boah, lecker, lecker, lecker. Ich glaube, da freut sich unser Anzug. Baseballschläger hätten wir hier und eine Kronkorkenmine. Was auch immer die bringt. Ja, hauen wir mal von den Impro-Pistolen mal 2 raus. Dann passt das. Die finden wir eh an jeder Ecke. So, dann würde ich sagen, verlassen wir diesen Ort und gehen weiter in Richtung Questziel, wo wir dann unsere Quest abgeben können. Das ist unsere Sniper-Rifle. Dann müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht dann Zieldingen draufpacken. In naher Zukunft. Nummern-Test. Okay. Haben wir den getroffen? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir einfach mal ein bisschen Schuss verschwendet. Ich wollte es einfach mal testen. Lass mal den hinterher rennen. Ist mir jetzt auch egal. Mal eben kurz die Waffe wieder wechseln. So. Ich wollte die Waffe nur mal testen an den Gegnern, was der an Schaden macht. So. War schön mal zu sehen. Schon wieder sehr Fickgule. So. Erledigt. Hat ein paar Kronkorken dabei. Oh, hier haben wir ein Stationsvorseher-Terminal. Ich hoffe, wer ist nicht angegriffen? Es wurde ein kritischer Fehler im Gleiswechselsystem festgestellt. Bitte Gleise freimachen. Ladeholobahn. Ist schon halb. Die verspätet sich. Nein, da stimmt was nicht. Da kommt jemand. Sehen Sie? 5 Personen. Das ist eine Falle. Verdammt, sie haben uns umzingelt. Was tun wir jetzt? Ich lenke sie ab. Zähl bis 10 und lauf dann zu den Bäumen. Was? Dutchman, ich... Uns bleibt keine Zeit. Viel Glück, A9. Okay, hier scheint irgendwas vorgefallen zu sein. Das Holoband haben wir jetzt mitgenommen. Und dann haben wir noch die Scheinwerfersteuerung. Erstmal eine Systemdiagnose. 2 Scheinwerfer verknüpft. Okay. Dann werden wir die Scheinwerfer mal einschalten. Mich interessiert, ob wir sowas auch bauen können bei uns in der Base. Weil das hat ja was von... Ja. Von Sicherheit. Oh, geh doch weg! Rosa! Hast du wohl auf? Mann, Mann, Mann. So, Kronkorken, ein paar Patronen und eine silberne Taschenuhr. So, das sieht doch schon besser aus. Dutchmans Instruktionen, okay. Okay, was war das? Ah, scheiße. Ich meine, als Begleiter ist der natürlich mega geil. Aber nun ja. So, mal eben kurz ins Inventar geschaut. Ja, man findet hier so viel, das ist unglaublich. Nee, das war unter Inventar. Dutchmans Instruktionen. Liefer dein Paket an die alte Schaltstation. Der Bote trifft um Mitternacht ein. Wenn du Ausrüstung brauchst, such nach dem blauen Fass. Okay. Blaues Fass. Jetzt ist die Frage natürlich... Ich meine, es ist hier eine Schaltstation, aber... Meint, ist das die Schaltstation? Ich habe keine Ahnung. Okay, suchen wir erstmal... Suchen wir mal hier nach einem blauen Fass, würde ich sagen. Ah, da kommt schon wieder so eine Art Zombie raus. Gehen wir einfach mal darüber, schalten wir den so aus. Wilder Ghoul. Ich glaube, da reicht eine Nahkampfwaffe. Und mit einem Hieb ausgeschaltet. Perfekt.
Wow, noch einer. Perfekt, läuft doch. So muss das laufen. Erinnert mich gerade ein klein wenig an Steampark und Rad X. Gehen wir mal darüber. Oh, noch einer. Scheiße. Diese verfickten Ghule. Zweierkugel. Bald haben wir ein ganzes Set komplett. Oh nein, wir sind schon wieder voll. Ach komm, Schrott. Haben wir da irgendwas, was richtig viel wiegt, was richtig schwer ist? Blutkäferrüssel, komm. Ach, scheiße, ich Idiot. Gewicht, Gewicht, Gewicht. Irgendwas beim Schrott dabei, was wirklich schwer ist. Das ist maximal immer nur ein Kilo. Es wird Zeit, dass wir in die Stadt kommen, um da vielleicht mal den ganzen Schrott zu verbrauchen. Können wir mal ein Häusle bauen oder sowas. Hier werden wir nichts finden, aber bei Kleidung doch ganz bestimmt. Oder Waffen. Wiegt 2,7. 2,3. Das Gewehr ist natürlich schon ein bisschen mehr. Der Baseballschläger wiegt 3. Komm, den braucht man nicht mehr. So. Ich suche jetzt auch nicht Ewigkeiten nach diesem blauen Fass. So, der wäre erledigt. Wow. Der hält aber viel aus. Und wir haben ein Level Up. Das ist ja noch schöner. Ein bisschen... Wow, sind hier viele. So, der springt an uns vorbei einfach mal. Der hat eine Achterkugel. Scheiß auf die Achterkugel. Ja, gehen wir erstmal ins Skills-Menü, denn da will ich was freischalten. Und zwar das hier. Annehmen. Tada. Ich habe keine Ahnung, wie wir das aktivieren. Das müssen wir mal schauen. Kanalisiere dein Chi. Entschuldigung. Was? Kombi-Schraubenschlüssel? Ach, im Aktenschrank. Okay, und hier hätten wir auch wieder ein Terminal. Mal sehen, was wir hier machen können. Frachtbestimmungen, Ladeverzeichnisse anzeigen. Okay, lassen wir das erstmal. Ich nehme jetzt nur mal... Bleistift brauchen wir jetzt nicht wirklich. Und hier Kronkorken, nehmen wir mit. So, drauf geschissen. Ich habe keine Ahnung, wo das blaue Fass ist. Das interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Denn ich möchte auch mal weiterkommen. Und daher geht's ab in Richtung Questziel. Damit wir uns dann mal wieder in Richtung zu Hause bewegen können. Hier ein bisschen wilde Karottenblume. Lass mich doch mal hier hoch. So, im Moment haben wir keine Angriffspunkte mehr. Nur Trefferpunkte. Oh, ganz schön düster hier. Ist gar nicht mehr weit bis zum Ziel. Ich weiß noch, der Hinweg, der war ganz schön weit für uns, aber das macht ja nichts. Oh, was haben wir hier? Ein bisschen Hubblumen. Ja, die Blümchen nehme ich alle mit, die ich gerade mal so finde. Kann ja nützlich sein. Oh, da haben wir noch Hubblumen. So, und hier vorne kommen wir zu einem zerstörten Gebäude. Also dürften jetzt... Ach, hier sind wir schon. Dachte schon, habe mich verlaufen. Hier haben wir eine Kochstation, die ist aber gerade uninteressant. Und ihr beide schlaft schon. Hallo. Einmal aufwachen bitte. Ich bin wieder da. Entschuldigung, dass ich stören muss. Hast du die Raider gefunden? Den Minutemen anschließen. Mach dir keine Sorgen um sie. In den Arsch getreten. Ja, ich habe ihn für euch in den Arsch getreten. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Yeah. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Willst du mit zu uns in die Siedlung kommen? Kann ich das... Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Hallo? Hallo?
Mess ist gegangen, Sir. Boah, Alter, gehst du mir auf den Sack. Ich bin froh, wenn ich den los bin gleich. Wenn wir dann wieder zu Hause sind. Schieß los. So, der hat einen Flaschenkürbis, Klingkorn. Okay, ja, ich scheiß da drauf. Diverses, Munition. Ich geb dir mal was meiner Kleidung hier. Das, das, das. So, bitteschön. Kannst du auch anziehen, wenn du willst. Gut, die wollen ja sich die Mitte mit. Vielleicht kommen die ja noch nach. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal zurück nach Hause und reden dort mit unseren Leutchen ein wenig. Und dann können wir vielleicht mal ein bisschen schauen, dass wir vielleicht ein bisschen Rohstoffe verbraten und, ja, halt, die Basis aufbauen. Oh, ich höre da schon wieder was. Scheiße. Oh, Alpha-Mischling. Das noch. Ein Wildermischling. So. Das Alpha-Tier haben wir ebenfalls erledigt. Und jetzt geht's weiter. Ich möchte vor allem mal mich ausruhen da, wenn das geht. Diese Richtung. Klar, ich kann jetzt auch schnell reisen, aber ganz ehrlich, vielleicht entdecken wir unterwegs noch was. Mei, oh mei, das sieht hier alles so verwildert aus. Das ist schon unglaublich. Ja, die Funkstation, die besuche ich ein andermal, wenn ich wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar habe. Jetzt will ich da noch nicht hin. Daher verzeiht es mir, wenn ich hier jetzt einfach mal ignoriere und dran vorbeigehe. Okay, ich sollte schneller gehen. Ich bin hier nicht alleine. Ich hoffe, in meiner Basis ist alles noch tutti. Ich weiß gar nicht, wo unser Roboter abgeblieben ist. Irgendwo am Arsch der Welt da hinten. Ist mal wieder was langsamer. Da haben wir wieder so eine komische Ratte. Ja, ja, ich lasse den hinten einfach mal quatschen. So, es müssten wir aber langsam da sein, glaube ich. Was ist das? Ich gehe einfach mal woanders lang. Dubidubidu. Ganz schnell weg hier. Bloß nicht damit anlegen. Ich weiß, wo ich bin. So, kann man hier irgendwie mal von oben schauen. Ah, sieht aus wie ein Schlafplatz hier. Schaut mal. Sehr interessant. Ein paar Patronen, Jet haben wir hier. Hier scheint jemand gehaust zu haben. Und da drüben scheint unsere Jet zu sein, beziehungsweise unser Stützpunkt, wie auch immer. Gehen immer nicht durchs Wasser, sondern geh außen rum. Hier ist ein Lagerfeuer. Hier scheint auch mal jemand. Oh shit. Oh shit. Das war eine scheiß Idee. Ja, besser ist. So, der wäre erledigt. Das müssen wir mal schauen, dass wir schnell erledigen, die Gegner hier. Boah. Wo ist er? Da. So, den Raider hätten wir auch erledigt. So, Molotov-Cocktail hat er noch dabei. Und den Rest, den können wir da mal lassen. Puh. Oh, da höre ich noch was. Die Doppelläufige nehmen wir noch mit. Oh je, wir sind viel zu schwer. Boah. Boah. Wo ist das? Wo ist die? Ah, oh, sehr gut. Meine Güte. So, du putzt den Raider hier noch auseinandernehmen. Molotow. Raider-Rüstung, Impro-Harness, der Kapuze, alles klar. Wir sind mal wieder zu voll. Ich hau mal eben ganz kurz was raus. Das Gewehr nehmen wir natürlich mit.
Ja, raus damit und dann dürfte das passen. Jawohl, ja. So, jetzt aber mal endlich zurück. Haben wir hier ein Lager von Raidern auseinandergenommen. Hatte ich gar nicht mit gerechnet, dass wir hier noch auf eins treffen. So, mal ab durch die Hügel hier. Da können wir natürlich jetzt riskieren, durchs Wasser zu gehen. Da vorne am besten. Und dann können wir uns in der Stadt ausruhen. Wo ist er hin? Wow! Gut, er ist erledigt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ist ja auch egal. So, mal eben kurz hier rüber. Stimmt alles voller Rad. Oder auch nicht. Ich dachte, das wäre hier verradelt. Also, radioaktives Wasser, versteht sich. So. Willkommen zurück in der schönen Stadt. Sanctuary. Und da ist unser Vauzi. Hallo. Dogmeat. Alles in Ordnung. Tauschen. Ist es okay, wenn wir ein paar Sachen tauschen, Dogmeat? Achso, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich... Los, Junge. Wir müssen gehen. Ja, und Cutsworth, den lassen wir in Sanctuary Hills. So. Endlich bin ich dich los. Jetzt muss ich nur schauen, wo sind wir hier überhaupt jetzt genau in der Stadt? Hier geht's rein. Hervorragend. Jetzt schauen wir mal, wie die Lage hier so ist. Dogmeat. Irgendwie ein komischer Name für einen Hund, aber gut. So, da sind unsere Selbstschussanlagen und hier irgendein Bett frei. Ein Bett frei. Hervorragend. Schlafen für, sagen wir mal, 6 Stunden. So. Dumm, die dumm, die dumm. Alles ein bisschen simuliert und da wären wir. Du fühlst dich gut ausgeruht. Ah, schon besser, oder? Mal wieder ein bisschen Helligkeit. Hervorragend. So. Ja, dann rede ich erstmal wegen der Quest mit unserem... Irgendeinem hier. Keine Ahnung mit wem. Ah, da hinten läuft er. Hallo. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Ah, cool. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich muss dich was fragen. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Aber ich habe dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Ich höre zu. Erzähl ruhig. Ich bin ganz Ohr. Hast du mal vom Quincy-Massaker gehört? Nein. Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Die Minutemen verrieten sich gegenseitig. Und die Leute, die sie schützen sollten. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Okay. Solange du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. Ich werde nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Warum gerade ich? Ich weiß doch gar nichts über die Minutemen. Das ist egal. Die Minutemen der letzten Jahre sind fort und niemand wird sie vermissen. Wir brauchen keine Politspielchen mehr. Keine Streitereien über Ressourcen oder Diskussionen darüber, wer das Kommando hat. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Na, wenn du das suchst, warum ich denn jetzt umgehen? Wieso glaubst du, dass ich das kann? Du hast uns in Concord gerettet. Du hattest dadurch keinen Vorteil und du hattest deine eigenen Probleme. Aber du hast es trotzdem gemacht.
Diese Art von Selbstlosigkeit sieht man hier schon seit einer Weile nur noch sehr selten. Okay. Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. General? Was? Warum nennst du mich General? Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Ja? Dann erzähl mal. Hallo? Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Okay. Okay, das könnte äußerst interessant werden, bin ich ganz ehrlich. Wir sollen auf jeden Fall was zurückholen. Hallo, Sir. Da eine neue Siedlung aufzubauen und dann wird das hier irgendwann eine ganze Handelsroute Maschine und ach du meine Güte, ich sehe schon, das wird auf jeden Fall eine riesengroße Aktion, was das angeht. Nur keine Ahnung, ob das funktioniert. Ja, warum ich jetzt gerade hier nichts rausschmeiße, ganz einfach, ich werde hier vorne, versuche ich jetzt was aufzubauen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, ich werde es testen und dafür muss ich einfach mal ins Baumenü. Und zwar einmal eben kurz in zum Schutz. Haben wir hier irgendwas? Geschütztürme, da haben wir sonst nichts, glaube ich. Nee, dann haben wir Fallen und Wachposten und da ist jetzt nicht so viel. Gut, einmal zurück, dann gehe ich nämlich hier Strukturen, Holz, Türen, Zäune, sonstiges Holz, Holzwände. So, einmal die Holzwände nämlich hier so platzieren. 1, 2 und das hier irgendwie so, oder reicht das vielleicht schon? Eher nicht. Wenn wir das hier so dahin klatschen, so, da dürfte da keiner durchkommen. Dann müssten wir hier mal einen so einen Durchgang, können wir den drehen, so in diese Richtung, jo. So ist besser. So, dann können wir daneben nämlich wieder eine Wand setzen. So und... Tja, das passt da nicht ganz hin. Müssen wir wieder ein bisschen... schauen. Irgendwie... passt das nicht ganz, okay. Wände nochmal. Okay. Die Wand hätten wir. Böden, Wände. Passt doch, perfekt. So, dann haben wir hier das nämlich den Laden zugemacht. Brauchen wir hier noch eine Tür, fällt mir gerade mal so auf. Eine Türe. So. Einmal da rein. So. Und schon haben wir hier so eine kleine Schutzmauer aufgebaut. Und wir sind immer noch zu schwer. Leck mich doch am Arsch. Nein, nicht einlagern. Scheiß auf die Hüttenwand. So. Und nun schaue ich mal, ob wir hier vielleicht mal ein bisschen was einlagern können oder mit irgendwem quatschen oder wie machen wir es am besten? Also Schutz haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr. Naja, mal schauen, ob das was wird. Ich habe keine Ahnung. Ist einfach nur alles testweise noch. Also wundert euch nicht, wenn nicht alles perfekt ist.
Schauen wir mal, ob wir hier drüben das Häusler aufbauen kann. Ich teste das alles einfach mal, wo wir gerade hier sind. Wo ist denn da Boden und Dach? Boden und Dach mit Berüstung. Okay, bauen wir einfach mal hier hin, würde ich sagen. Einmal. Klack. 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 Klack, klack. Und nochmal. So, jetzt haben wir hier schon mal ein kleines Häusle soweit. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Wänden. Schau mal, was daraus wird am Ende. Hier vorne können wir jetzt nämlich... hallo? Danke. Ist jetzt ein bisschen gedreht, aber egal. Wände. So, hier kommt eine Eingangstüre rein. Natürlich. So. Dann können wir nämlich hier... okay. War so nicht geplant. Hier eine Wand. Da eine Wand. Okay, jetzt haben wir keinen Stahl mehr. Aber wir sind wieder leichter. Das ist schon mal viel wert. Ich muss schon sagen, so eine kleine Hütte hier, die wir gerade hier hinstellen, hat was. So. Ja, unser Freund ist auch klar. Dann haben wir hier... können wir das zerstören? Ja, kann man. Hervorragend. Dann können wir hier vielleicht schon die nächste Wand hinklatschen einmal. Gibt es vielleicht nicht Strukturen? Nee. Das kriegen wir nicht darum. Ich hätte gerne so eine Art Fenster da drin. Haben wir hier nicht irgendwie sowas? Ich sehe schon, hier kann man wirklich ganz viel bauen. Hier mal so ein bisschen das Ausguck in diese Richtung. Und dann können wir dann die anderen Wände wieder dahin klatschen. Wenn wir wieder genug haben. So. Jetzt brauchen wir nur ein bisschen Metall. Ich schau mal, wo ich das herkriege. Zäune und so. Hier, die ganzen Kinderkacke, die brauchen wir eh nicht mehr. Einmal weg. Bisschen Stahl. So, das ist gar nichts. Das kriegen wir auch nicht kaputt. Das Haus ist noch halbwegs in Stand. Das müssen wir nicht gerade... So. Schon besser. Klar müssen wir hier noch alles andere zubauen. Aber dafür ist ja noch Zeit. Ich will jetzt einfach erstmal nur testen. Ob es am Ende funktioniert oder nicht, sehen wir ja dann. So langsam ist das Haus fertig. Zwei Wände brauchen wir noch. Kriegen wir das denn noch her? Stahl, 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 Stahl und ja, Holz. Halt. Hinten können wir was zerstören. Hier haben wir noch ein bisschen Stahl. Ich muss schon sagen, es macht schon ganz gut Spaß. Man kann nämlich hier und da ein bisschen was machen und ja, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Stahl und dann haben wir das Haus fertig. Nur müssen wir das erstmal finden. Haben wir hier irgendwo Stahl? Hier ist Stahl. Zack. Und schon haben wir wieder was. So. Jetzt brauchen wir noch eine Türe. Nein. Ich will eine Türe. Eine Türe, eine Türe. Nein. Falsch. Oder? Da sind Türen. So. Nehmen wir einfach mal die hier. Klatschen die hier rein. Wenn sie denn da halten würde. Ah, jetzt. Komm. So. Und schon ist das Häusle fertig. So sieht's also aus. Können wir es mal verlassen. Gehen wir mal hier rein. Zack. Und schon haben wir hier eine kleine Hütte gebaut, wo wir dann irgendwas reinbauen können. Müssen wir mal schauen, was wir da reinbauen. Vielleicht bauen wir mal die Hätten, die Betten darüber. Ja. Nur den Leuten müssen wir vielleicht... Ich bin gerade beschäftigt. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Genau, das werden wir tun. Und zwar möchte ich dir... ein klein bisschen Kleidung geben, Karohose, Sonnenbrille, so, schauen wir mal, was wir alles rauskriegen hier, Hilfsmittel, hier kriegst du Cram, Bitchin und nochmal Bitchin. Viele Leute können Sachen kaputt machen, ich baue sie gerne wieder zusammen.
Ja, dann bauen wir schön weiter. Aber gut, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich das Ganze für diese Folge. Wir haben einiges gesehen, wir haben eine Quest beendet, wir haben ein Häusle gebaut. So sieht es also jetzt aus. Und dann schauen wir mal, wie die Zukunft für uns weiter aussieht und was uns als nächstes erwartet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Fallout 4.